Die Wolken dort am Himmel sind gigantische Blasen, voll Wasserdampf vermischt mit Atmosphärengasen, die in Bezug auf ihre eigenen Körperflüssigkeiten in den hohen Höhen feiste Pläne ausarbeiten. All diese werden nämlich über uns bald ausgeschieden. Wenn ich das da so sehe, scheint es mir schon längst entschieden. Erst steigt der Dunst zum Himmel und dann nur wenig später hilft da auch kein Bitten mehr und kein Katheter Peter. Sie mehren sich und ballen sich und ziehen permanent inkontinent von Kontinent zu Kontinent. Sie schlürfen Wasserdampf, entschließen sich zu fließen und ergießen sich. Sie schlecken Tröpfchen ganz nach innen und sie rinnen wie von Sinnen. Wir dienen ihrem Zwecke, sei es auch ungern zugegeben, unter dieser Wolkendecke als Bettpfanne mal eben. Hast du erst einmal anerkannt, dass das genauso ist, dann fragst du dich nie mehr, warum man dazu sagt, es pisst. Zudem sagt man nur Sauwetter, vertraue mir da blind, weil niemand dabei sieht, die Wolken wirklich Säue sind. Sie nässen Landzunge und Seezunge und ziehen permanent inkontinent von Kontinent zu Kontinent. Inkontinent von Kontinent zu Kontinent.